Jetzt kommt auch so richtig so ein bisschen so Weltreise-Feeling auf. Jetzt ist die Sprache anders, man versteht nichts mehr. Das ist das dümmste Zeit-Totschlag-Ding, was es so gibt für Familien. Herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ihr habt ja gerade die wunderbaren Aufnahmen vom Acharwatt gesehen. Also es ist schon cool, ja, diesen Berg zu stehen. Von unserer Schiebetür aus sehen wir dann direkt den Berg und vom Schlafzimmerfenster aus auch. Ne? Guck mal, wenn man jetzt hier so rausguckt, sieht man direkt den Berg. Das ist schon total geil. Jetzt gibt es erstmal Frühstück hier. 4 Zwiebeln einfach anbraten, bis Paprika anbraten, bisschen Tomate rein, Käse rein, Ei rein, Bohnen rein. Und dann haben wir ein ziemlich gutes Frühstück mit der Bämme dazu, was uns richtig Bums gibt für den Tag. Der Bernd räumt schon mal die ganzen Schränke auf hier. Ja? So, noch ein bisschen umrühren und fertig ist das Power-Rührei. Und Kreia Bernd, wie schmeckt's? Ja, die geht so, aber das haben wir auch schon besser gesehen. Ein bisschen Speck, dann ist es gut. Ja, jetzt lassen wir die Tür holen. An. Wir haben ja mal eben wieder eine Schafsinvasion neben dem Auto. Ich finde das immer total geil, wenn irgendwelche Tiere vorbeikommen. Ne? Sieh mal, wie viele das sind. Ey, das ist eine Riesenherde. Unser Wassertank ist jetzt hier leer. Wie man sieht, null Lampen. Wir haben es heute mal ausgereizt. Ich mache aber trotzdem gerade noch eine Wasserflasche voll. Das Ding pumpt immer noch. Wir sind jetzt 14 Tage mit einem Wassertank hingekommen. Ja. Und wir trinken nur daraus. Trinken waschen ausschließlich. Uns nicht. Na, doch, aber halt rudimentär untenrum so. Ne? Jetzt immer nicht duschen, aber wir kochen damit, wir trinken daraus. Also ich wasche mich zumindest, weiß nicht, was du machst, ich wasche mich untenrum und so mit Waschlappen und so regelmäßig. Wir nutzen die Po-Dusche mit dem Wasser. Also das ist krass, dass wir damit 14 Tage hingekommen sind. Das ist krass. Oder Fress Fanny Jones, das ist krass. Jasmina frühstückt. Hat gute Laune heute Morgen. Ich hab die ganze Zeit noch gefrühstückt. Guck mal, die Türkei kann auch bewölkt und ein bisschen Regen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Georgien. Endlich neues Land, wir freuen uns schon sehr. Leute, wir fahren ja gerade zur georgischen Grenze. Guckt euch mal bitte diese Aussicht an. Das ist ja nicht aushaltbar. So schön wie das ist. Unglaublich. Mit einmal sieht das gar nicht mehr so aus wie der Rest von der Türkei, sondern irgendwie wie die Alpen oder wie Montenegro. Dieser türkisblaue Stausee. Wow. Jetzt sind wir bald an der Grenze. Lange dürfte es nicht mehr sein, bis zur Grenze. Ja, wieder ein Land hinter uns gelassen. Und es wird spannend, ob unsere Versicherung reichen wird, ob Starlink funktioniert. Wie das jetzt das Grenzprozedere wird, interessant auf jeden Fall. Und du kommst um die Kurve gefahren und einmal sieht das hier so aus. Wow. Grenzchaos. Wir sind jetzt in Georgien angekommen. Wir haben schon ein bisschen Geld getauscht. Wir haben immer noch keine SIM-Karten. Und es ist warm. Aber wir sind wieder im Sprinterland. Wir fahren überall Sprinter. Überall Sprinter unserer Generation. Wir werden ja problemlos Ersatzteile bekommen. Jetzt ehrlich ist ja Ford Fiat Mist weg. Jeder Ford steht da der nächste Sprinter. Alles Sprinter und vor allem alles unserer Generation. Wir hatten gerade schon einen riesen Schrecken. Wir hatten an der Grenze bei der Passkontrolle. Plötzlich war unser Fahrzeugschein weg. Er war zum Glück im Ort, ne? Aber genau, Fahrzeugschein. Aber er ist wieder da, alles gut. Da ist das Schwarze Meer. Es ist sau heiß.
Und jetzt brauchen wir ganz dringend SIM-Karten, aber wir sind in Georgien. Wow. Oh, jetzt die Straße wird hier auch irgendwie immer abenteuerlicher. Alter, das ist so schön hier. Die Straßen sind stellenweise richtig schlecht, aber so eine geile Landschaft. Da hinten ein Riesenberg mit Schnee, der mit einmal aus dem Nichts da rauskommt. Ihr seht ihn wahrscheinlich kaum. Wie so ein Pfeiler. Mega. Da gibt es 5000 Meter hohe Berge hier in der Region, wo wir gleich hinfahren. Und tanken müssen wir auch bald mal wieder hier. So, jetzt haben wir den Asphalt hinter uns gelassen. Jetzt haben wir noch 7 Kilometer solche Wege vor uns hier. Und noch 400 Höhenmeter auf 7 Kilometer. Hier geht es in den Fluss. Und darunter geht es in den Fluss und es schaukelt wie verrückt. Ach du Scheiße! What the hell? Was ist das denn? Oh oh, der Chat wird davon leider nicht viel mitkriegen. Oh, da kommt eh rein, lass mal vorbei. Uiuiui. Alter. Beste Übung für einen Karakorum Highway, würde ich sagen. Da geht nichts mehr am zweiten. Das ist Uschkuli. Richtig schöne alte Türmchen. Die Straße hoch war easy peasy. Das waren zwei Stellen, die habt ihr gesehen, wo es wirklich steil war, wo man aufpassen muss. Die auch wirklich dann, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht sagen, vielleicht wäre 4x4 nicht schlecht. Oder man muss sehr aufpassen. Aber der Rest war total einfach auf der Seite. Überhaupt gar kein Problem. So, und das hier sind Wohntürme und die sind aus dem 10. Jahrhundert. Ja, überlegt euch das mal. Die sind über 1000 Jahre alt und bisher, und die stehen so lange eben, also nicht eine Naturkatastrophe bisher hat die zum Einsturz gebracht, ne? Keine Lawinen, kein nichts, und deshalb sind das auch so Wohntürme, die schützen die Menschen halt vor Lawinen und Schnee. Okay, wir nehmen alles zurück, es wird doch noch schwieriger. Ja, ihr seht natürlich überhaupt nicht, wie steil das hier ist. Oh, oh. Und wir sind oben. Ah, wir sind noch nicht am Platz. Es sind angeblich 1,4 Kilometer bis zum Platz. Aber wir haben erstmal, wir können jetzt hier oben wieder wenden, wenn irgendwas ist. Oder? Nach einem sehr beschwerlichen Weg sind wir jetzt hier an dieser Stelle und versuchen uns jetzt einen Platz zu suchen. Guckt euch bitte mal diese Aussicht auf diese Bergkette an. Es hat sich gelohnt, hier hochzuquälen mit Helge und zu schwitzen. Ich hatte 160er Puls, fragt den Chat. Kannst du dir hier auch nicht ausdenken, da wirst du hier früh wach. Da haben die Kühe schon einmal das komplette Lager hier umgearbeitet, ne? Rumpelt ständig am Auto. Alter, das ist aber eine große Kuh. Junge, du bist ganz schön groß. Gibt's auch da noch eine kleine? Meine Alter, guck dir das mal an, wie viel Kühe hier vor der Kappe hängt. Da kannst du dir auch schon einfach nicht ausdenken, ne? Weil da wusste ja, Greer Bernd freut sich. Guck mal, was die mit dem Lager gemacht haben. Die haben ja einfach mal alles umgearbeitet. Guck mal, die Kappe in sich. Und wir haben ja auch ein paar Kankerls, die aufpassen. Hi. Gehen wir hier? Na, guten Morgen, Kleiner. Ja, Bernd, die Kühe sind nicht zum Essen. Die sind nicht zum Essen. Und vor allem guckt euch mal bitte diese Bergkette im Hintergrund an. Das sind 5000er, ne? Voll krass. Greer Bernd will die Kuh essen. Du willst die essen, wa? Weil die schmiert den immer ihren Schleim an die Hand, pass auf. Du dicker Gerät. Ja. Und irgendwie hat man überall direkt Haushunde, ne? Guck dir das mal an, ja. Ja, du machst erstmal das verschissene Klo sauber, Alter. Das ist ja wirklich ekelhaft. Das warst du. Was? Du hast das Klo zugekackt. Das ist voll eklig. Ich meine, bei allem Spaß, so für die mit Tieren und so, ne? Ich meine, wenn die 300 Kilo Kuh einmal durch dich durchrennt, da hat sich das erledigt, ne? Da hast du noch
Das siehst du. Naja, aber weil die hat doch Hörner, ne? Die macht dich auch platt, wenn sie will. Und die denkt da nicht darüber nach, so, ne? Und die nächste steht hinten schon bereit und die haben alle richtig noch Geweih, so, ne? Geht sogar die Nase. Ja. Was ist denn mit deiner Nase los? Brauchst du mal ein Taschentuch? Es war heute so kalt hier, ne? Wir haben jetzt hier 15 Grad draußen gehabt. Wollte ich mal die Heizung anmachen, früh so um die Bude ein bisschen aufzuheizen. Ja, scheiß Planar, ne? Also wenn es daran liegt. Hier war es einfach 3 Monate nicht in Betrieb und startet nicht. Kommt immer Fehler 13, was auch darauf hindeutet, dass nicht genug Diesel reinkommt. Bevor ich die Planar verteufel, muss ich mir dann erstmal angucken, ob es irgendwo bei der Dieselzufuhr ein Problem gibt. Hatte ich bei der Webasto nie sowas. 6 Jahre lang immer auf den Knopf gedrückt. Immer warm und hier Planar macht keinen Wuchs. So, muss ich mal gucken, was da los ist. Ne? Jetzt haben wir schon 4 Mal laufen lassen mit Fehler 13, der Hoffnung, dass da, aber ich wüsste ja auch nicht, wie der Diesel rausgelaufen sein soll. Ist ja auch kein extra Dieselfilter dazwischen. Könnte sein, dass der vielleicht irgendwie dass wir irgendwie schlechten Diesel getankt haben, aber dass ich so schnell zusetzt. Tja, in dem Fall kann die Heizung nichts dafür. Hat irgendwie den Dieselschlauch rausgezogen, ne? So, Schlauch ist wieder dran. Mal gucken, ob es wieder läuft. Tackert schon mal, dicht ist auch eilig, ist alles, jetzt muss er nur noch zünden. Man hört, sie läuft, man sieht keinen Rauch, aber sie läuft. Sie bollert, yes. So, läuft wieder das Ding. Wir haben uns gestern hier auch das Dorf angeguckt, ne? Und ich bin auch auf so einen Turm hochgekrabbelt mit dem Chat ganz oben hin, auf das Dach sozusagen, hab dann mit denen da oben gestanden, war total cool. War noch gestern schön was essen hier im Dorf, ne? Und ihr habt es ja von oben schon gesehen, wie cool das ist. Richtig cooles, altes, mittelalterliches Dorf. Dann hat richtig Spaß gemacht, da durchzulatschen und sich alles mal anzugucken. Ist also sehr, sehr empfehlenswert, ne? Hier, dass ihr mal einen Eindruck bekommt von unseren Streams, ein paar Ausschnitte davon. Ja, Adler sind ja nämlich gefährlich, ne? Wir streamen aktuell von der Weltreise circa 4 bis 5 Mal pro Woche. Guck, Chat, wir haben hier den Rundumblick des Todes, Junge. Geil, ne? Darf man noch nicht so lange machen. Weil bestimmt nicht legal und so. Ich arbeite sehr, sehr viel beruflich als Kunstwissenschaftlerin. 3 Euro in die Pflegekasse ein. Hab ich da was von Timer-Test gehört? Alter. Zwinkerndes Gesicht. Das muss man sogar, guck mal, das Schild, komm mal. Eisvogel 1 zahlt 100 Bit in die Pflegekasse ein. Oh. Hello. Hello. To enter without a blessing is prohibited. Was? Da steht, to enter without a blessing is prohibited. Was bedeutet das? Naja, man muss, ohne Segnung oder sowas darf man nicht rein. Link findet ihr im angepinnten Kommentar und jetzt weiter mit dem Video. Da hat man jetzt die Kamera nicht mitgenommen, aber wir hatten ja wie gesagt schon gestreamt. Und ja, manchmal läuft man da vielleicht auch einfach mal ohne Kamera durch. Und ich werde mal die Chance nutzen und nehme euch mit der Kamera mit, denn da hinten gibt es glaube ich sowieso kein Internet zum Stream. Man kann hier noch 9 Kilometer in eine Richtung laufen und dann soll man zu einem Gletscher kommen, den man auch anfassen kann. Das sind aber hin und zurück 18 Kilometer, da muss ich jetzt schnell meinen Rucksack schnüren, dass ich auch dann nicht allzu spät wiederkomme. Denn da bin ich bestimmt 5-6 Stunden, schätze ich mal, unterwegs. So, was nehme ich mit? Hier einmal Wasser, ein paar Bohnen. Es soll nämlich relativ kalt werden und könnte sogar regnen, also auf jeden Fall noch ein Pullover. Und was mir schon oft beim Wandern geholfen hat, Regenschirm. So, wir frühstücken noch schnell was, dann geht's los, ne? So, und ich mache jetzt los. Bis später. That's the way to go. Halt richtig Baustellenbetrieb. Ich weiß nicht, was die da hinten ausbauen. Aber da sind sie schon auf dem Hinweg aufgefallen, dass die ja übelst am Ausbauen sind, die Straße und so weiter. Das wird wahrscheinlich richtig krass touristisch ausgebaut werden. Ne? Vor 3 oder 4 Jahren konntest du ja kaum noch mit so einem Auto hochfahren. Jetzt waren hier 2 kritische Stellen. Der Rest war eigentlich überhaupt kein Problem. Und da sind auch gerade auf unserem Platz so ein paar mit dem LKW angekommen, die auch schon in Indien waren. Oh, herrlich. Und die haben auch gesagt, das kannst du vergessen. Das ist eine Vollkatastrophe mit dem Camper, auch die mit ihrem LKW. Die Inder sind eine Vollkatastrophe, was das angeht. Ne? Wir müssen da einfach schnell in den Norden hoch zum Himalaya und raus aus Indien. Der Verkehr ist eine Vollkatastrophe. Und egal, wo du stehst, die Inder kommen und die gehen dir auf den Sack. Und das ist für die irgendwie normal.
einfach ins Auto reinzugehen, ne? Und wenn du dann noch irgendwie, die kloppen nachts um zwei ins Auto, kloppen dich mit Baby wach und so eine Späße. Und wenn du dann noch sauer bist, dann schießen sie die Scheiben mit Steinen ein. Gibt's alles in YouTube-Videos von anderen Reisenden, ne? Ich hasse jetzt schon Indien. Die Himalaya-Region vom Indien wird bestimmt geil. Aber alles sonst würde ich niemals auf die Idee kommen, mit einem Camper durch Indien zu fahren. Ganz da vorne in der Ferne sieht man auch schon den Gletscher, der bis runter geht, den man dann sehen kann von unten. Und da oben sieht man auch die mit dem LKW, von denen ich gerade erzählt habe. Ich habe jetzt auch mal eine gute Gelegenheit, auch mal was alleine zu machen. Milka muss heute eh am Laptop arbeiten. Krähe Bernd kann ein bisschen dessen und dein mit Jasmina. Und ja, so kann ich auch mal so eine Tour machen, wie ich sie mache. Meine 18 Kilometer ist halt kein Pappenstiel, das mit Kindern zusammen schwierig. Aber ich brauche die Bewegung, ich brauche das ab und zu mal. Gestern auch gemerkt, als ich durchs Dorf bin. Das ist wie die Luft zum Atmen für mich, ne? Mir geht es mental und körperlich so viel besser, wenn ich einfach ein bisschen durch die Gegend laufe. Tja, und dreimal darf man raten, wo vermutlich dieses Wasser herkommt. Ist eigentlich krass, wenn man überlegt, dass es alles eigentlich Schmelzwasser sein muss vom Berg oben vom Gletscher, ne? Aber ich habe eine Begleitung gefunden, guck. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die so nah zusammenlaufen, ne? Der Kollege hinten will Verstecken spielen und die Kollegin vorne hat auf die Scheiße keinen Bock. Hier sieht man den Grund für die ganzen LKW. Riesige Baustelle hier. Keine Ahnung, was hier gebaut werden soll. Das sieht nicht so aus, als wollten hier nur was abbauen. Ja, vielleicht bauen sie auch was ab, aber keine Ahnung. Oder soll irgendwas Touristisches werden, man weiß es nicht. Aber guck dir doch bitte mal diese 5000er im Hintergrund an. Das ist so unglaublich schön. Tja, der Kollege hat es lange probiert, hat aber jetzt dann doch aufgegeben. Bei der nächsten klappt es bestimmt. Guck, da steht ein Sprinter, genauso wie wir einen haben, ne? Was man auf jeden Fall sagen kann, Türkei war weniger Sprinterland als erwartet. Oh, guck mal, da denkst du, der brennt, ey. Die fahren ja noch mit richtig alten LKWs rum. Türkei war jetzt weniger Sprinterland, aber Georgien ist definitiv Sprinterland und nicht die neuen Sprinter, sondern genau unser Modell. 312D mit dem OM602-980. Das heißt, hier müssen wir nochmal alles reparieren, Ersatzteile beschaffen, was wir irgendwie nur brauchen könnten. Denn im Iran und so weiter wird es, glaube ich, schwieriger. Guck mal, meine Kleine, vielleicht kannst du ihm ja noch eine Chance geben, dem Kollegen da hinten. Eigentlich war er ja ganz nett. Es ist so majestätisch, auf diese Felswand zuzulaufen. Und jetzt verschwinden auch langsam noch die ganzen Wolken. Auf der Kamera kommen die Dimension nicht rüber. Das ist eine mega steile, 5000 Meter hohe Felskette. Richtig geil. Und bis 3000 Meter hat man stellenweise noch so Moos auf den Steinen. Das sieht richtig schön aus. Ein bisschen wie in Schottland, bloß steiler. Richtig, richtig schön. Ah, der Kollege startet wieder einen neuen Versuch. Es gibt euch schon mal ein bisschen Mühe. Was so interessant ist, auf unserem Platz stehen alles Deutsche, also wir zusammen, alle drei Deutsche. So, da kommt, also deutschsprachig, die einen sind Österreicher. So, da kommt ein Wohnmobil angefahren. Ich würde mich nicht wundern, wenn das auch wieder Deutsche sind. Keine Deutschen, aber Österreicher, ne? Mit einem 4x4 Wohnkoffer sind die ja lang gefahren. Aber da brauchst du keinen 4x4, um hier lang zu fahren. Ihr habt es ja bei der Herfahrt gesehen, wir sind ja nur durch Situationen mit Helge durch. Da dachte ich, keine Chance. Und es war überhaupt gar kein Problem. Und dann siehst du die Nachbarn neben uns, die mit ihrem tiefer gelegten Ducato da auch lang gefahren sind. Ne? Also da geht noch viel, viel mehr. Ne? Aber man muss es halt kennenlernen, das Fahrzeug. Man muss sich trauen, die Mut haben. Ich meine, du kannst es auch verkacken und den Hang runterrutschen. So, ne? Aber da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als man sich vorstellen kann. Ne? Und es sieht auf den Videos eh immer alles weniger gefährlich aus als in echt. Ich bin ja wirklich mega Tierfreund. Und ich finde es einfach so geil, dass sie die ganze Zeit mit mir mitlaufen. Auch an unserem Lager immer Kühe, Hunde. Gestern Abend, wo es geregnet hat, haben sich die Hunde und so Markise versammelt. Haben sie alle noch was zu essen bekommen. Wir sind einfach dankbar, dass, ja, es gibt ja bestimmt noch Leute, die nicht so nett zu Tieren sind. Wenn man sich anguckt, wie die manchmal aussehen. Und das merkt man auch, dass die erstmal vorsichtig sind. Die tasten sich ran und wenn sie merken, dass du denen nichts Böses willst, dann hast du einen guten Freund für deinen Stellplatz, ne? Die passen da noch richtig auf, die bellen alles an, was ans Lager kommt. Gestern bin ich in Wanderschuhen rumgelaufen, also in so Turnschuhen, war eine Katastrophe. Jetzt wieder Birkenstock an, überhaupt kein Problem. Guck mal, hier auch ein geiler Stellplatz nach dem anderen, da könnten wir uns auch hinstellen, wie geil. Jetzt hat die Arme auch noch zwei Anwerber an der Backe. Als Hundeweibchen hat man es scheinbar nicht leicht, ey. Das Problem ist, das Weibchen sucht jetzt bei mir Schutz, ne? Wenn ich rübergehe, kommt das Weibchen rüber und das geht die ganze Zeit so.
Ja, und jetzt kann ich hier zickzack laufen so, ne? Könnt ihr das mal unter euch klären? Ich will mich da nicht reinhängen. Junge, könnt ihr euch mal einkriegen? Komplette Macke. So kann man ja nicht entspannt spazieren. Das geht jetzt hier schon so seit einer halben Stunde. Ich laufe weiter, das Weibchen läuft weiter. Zu mir, sucht Schutz. Ja, soll ich die jetzt aufmischen oder was? Also nicht das Weibchen, die beten Kerle, die hier belästigen. Geht ja gar nicht, sowas Nerviges. Würde mir über auf den Sack gehen. Die bieten hier auch so Pferdetouren an. Da kostet das Pferd 30 Euro für 4 Stunden. Musst ja aber noch den Guide dazu buchen und mit seinem Pferd. Aber trotzdem ziemlich günstig, muss man sagen. Nicht was, war sogar, glaube ich, bloß 30 von der Währung hier, also noch weniger. Auf jeden Fall war es nicht teuer. Ich hätte mir auch gerne mal so ein Pferd genommen, um ein bisschen hier wie so der Burgherr durchzureiten, aber nicht mit Guide, da habe ich keinen Bock drauf. Wir hatten früher selber mal Pferd, ich kann so ein Pferd schon reiten, aber ja, das ist ja kein Auto, wo du den Schlüssel rumdrehst, ne? Das muss ja auch, das ist ja, muss eine Beziehung zwischen Reiter und Pferd irgendwie da sein. Tja, deswegen verstehe ich das schon, dass sie dir nicht einfach so das Pferd geben. Aber das wäre schon cool gewesen, einfach mal selbst mit so einem Pferd hier durch die Prärie zu reiten, hätte ich gefühlt. Jetzt sind die schon wieder da. Geh doch mal woanders hin. Ständig bin ich in der Mitte von eurem scheiß Bumskampf hier oder was auch immer ihr da macht. Hier ist das Stehchen wieder da, das muss ich wieder irgendwie durch. Gehe ich auf die andere Seite, kommen die mir wieder hinterher. Ich kann dich nicht beschützen, das ist euer Ding. Soll ich die jetzt aufmischen oder was? Hier sind unheimlich viele Pferde auf der Stelle. Und ich denke, das ist dann so der Ponyparkplatz. Und den restlichen Weg zum Gletscher läuft man dann per Fuß. Insgesamt sind es, glaube ich, hin und zurück 18, 19 Kilometer. Und keine Ahnung, so 600 Höhenmeter mehr war es, glaube ich, nicht. Noch 2,4 Kilometer in eine Stunde. Unglaublich, wie viele Deutsche mit ihrem Camper hier sind. Ne? Auch Deutschsprache, Schweiz, Deutschland, Österreich. Unheimlich viele hier, auch wieder ein Deutscher. Eigentlich jeden Camper, den man hier sieht, ist irgendjemand aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Doch keinen anderen hier gesehen in Georgien bis jetzt an den Stellplätzen. Ich denke, das hier ist ein angemessener Platz, um mein Mittagessen einzunehmen. Auf jeden Fall bin ich so heftig durchgeschwitzt, dass ich auf jeden Fall die Jacke anziehen muss hier. Zumindest während ich nicht laufe und dann wieder ausziehen. Das Problem ist, heute ist 90% Regenwahrscheinlichkeit. Ich bin trotzdem los. Man weiß ja immer nicht. Also hohe Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit heute. Und man sieht auch schon, wie da oben langsam der Gletscher zuhängt mit Wolken. Ne? Da muss ich aber hoch. Man sieht da den Gletscher Nummer 1 und da ist Gletscher Nummer 2. Und da muss ich hin. Okay, jetzt sind wir ja weg von der Autobahn. Jetzt wird es ein bisschen abenteuerlicher. Und obwohl das hier ein Touristenpunkt ist, ist hier nichts los. Liegt vielleicht daran, dass es gewittern soll. Jetzt noch 2 Kilometer über so eine Wege und dann müsste ich eigentlich da sein. Wie man an den Wassermassen sieht, es wird steiler. Ach scheiße, es fängt an zu regnen. Aber zum Glück habe ich das Beste mit, was man bei Regen mitnehmen kann. Ein Regenschirm. Das sind nur noch ungefähr 1000 Meter. Ich drehe jetzt hier bestimmt nicht rum. Nur weil es ein bisschen regnet. Gibt ja mal alles Mögliche an Regenklamotten und so weiter. Ich finde in den meisten Fällen immer noch einen Regenschirm am besten, ehrlich gesagt. In diesen Regenklamotten, ne, oder Ponchos, da schwitzt du einfach weiter wie ein Schwein. Wirst von innen einfach nasser, als wenn du einfach gar nichts angezogen hättest. Das einzige Gute daran ist der Windschutz. Beim Schirm bist du relativ trocken und kannst trotzdem noch den Unrumpf schön belüften, wie man sieht. Ich schwitze sowieso schon wie ein Schwein. Wenn ich mir da jetzt noch eine Folie drüber ziehe, da ist aus. Oh Mann, der Weg wird immer schlechter. Jetzt bin ich auch noch in den Schlamm getreten. Das Gute ist, jetzt wo es regnet, kommen alle runter vom Gletscher. Nur ich gehe rauf. Da sieht man den Gletscher. Naja, ist halt dreckiges Eis, ne? Der Weg ist das Ziel. Junge, jetzt wird es aber langsam anstrengend hier. Birkenstock haben sich trotzdem bewährt, auch wenn sie nass und schlammig sind. Ich kann damit super laufen, keine Blasen, gar nichts. Wow. Aber schon eine beeindruckende Wand, ey. Müsste jetzt eigentlich jeden Moment da sein. Soll man auch anfassen können, aber tja, bei meinem Glück stehe ich da unten und dann bricht die Scheiße auseinander. Und das ist das Geile, wenn man bei Scheißwetter unterwegs ist. Man ist einfach mal alleine an so einem Sightseeing-Ort. Da kann es von mir aus junge Hunde regnen. Wenn ich dafür das für mich alleine habe, wie geil. Jetzt gehen wir mal näher ran hier. Alter, da kommen riesen Steine runter. What? Ey, wenn du das sehen auf die Tablone kriegst, da war's das.
Zurück habe ich dann nochmal 10 Kilometer. Aber das ist schon ein geiler Ort. Und das für sich alleine zu haben, wie geil kann es bitte sein, ey? Wie geil kann das bitte noch sein? This is the end. This is the end. Monumental das Ding. Ich habe mal Lust, da hinzulaufen, wo diese komische Höhle ist. Da kommt das ganze Wasser raus. Aber das ist, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, ganz kurz geht. This is the end. Ich finde das besonders geil, wenn ich an solchen Orten alleine sein darf. Das ist für mich das größte Geschenk, was es gibt. Ohne Tausende von Menschen, niemand, niemand. Das ist für mich mehr wert als was weiß ich. Das ist so wertvoll. Das sind die Momente, die ich so genieße, an so einem Ort hier alleine rumstiefeln zu dürfen. Das gibt so ein geiles Abenteuergefühl. Und das auch noch bei Regen. Was für eine magische Stimmung, ey. Wow, guck dir diese Höhle an. Das wird bestimmt irgendwann kollabieren da. Da sind schon richtig Risse überall drin. Und da oben kommt immer wieder große Steine runter. Hier sieht man abgebrochene Stücken, ne? Das ist so geil, hier zu stehen. Herrlich. Alter, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich hier schnellstmöglich wegkomme. Hier ist gerade neben mir ein beschissener Blitz runtergekommen und gleich danach hat es gedonnert. Und ich renne hier mit so einem beschissenen Drahtgestell über der rüber rum. Das machen wir lieber wieder weg. Alter, war ich erschrocken. Ich färbel das hier neben mir runter und gleich danach der Donner. Bloß schnell weg hier. Ich meine, hier ist ja auch nichts weiter um mich rundherum. Ich bin hier mit meinem scheiß Drahtregenschirm der höchste Punkt. Ach, wie geil. Fuck it. Oh, ich hab's rausgeschafft. Also mir ging stellenweise ganz schön die Düse. Das war alles natürlich auch überflutet. Meine Schuhe und alles natürlich klitschnass. Das juckt mich mittlerweile auch nicht mehr durch den scheiß Pfützen zu laufen. Ich merke da unten sowieso nicht mehr. Aber Blasen laufe ich mir da keine. Und es ist doch trotzdem relativ warm an den Füßen. Immer wieder erstaunlich. Aber mit dem Gewitter ging mir schon ein bisschen die Düse. Aber insgesamt, wenn man dann da heil wieder rausgekommen ist, ist das so ein geiles, belebendes Gefühl. Ich bin so dankbar für diese Momente. Da hoch und dann an diesem Gewitter. Da stehst du auf dieser Fläche. Es sind ja Berge um dich rundherum, aber trotzdem. Also man weiß ja nicht. Vielleicht schlägt ja doch so ein Blitz in meinem Drahtgestell ein, ne? Wäre bestimmt nicht der Erste. So, aber ich hab's da, bin ich runtergesprintet. Das, was ich hochgekrochen bin, bin ich runtergesprintet. Ich habe zum Glück in den Alpen schon oft genug Trailrunning geübt. Auch mit den Latschen hier kein Problem. Kann ich sehr, sehr schnell und sehr koordiniert, ohne mir was zu brechen. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich mir dabei was breche. Da runter sprinten, bis ich da wieder in diesem Wald war und dann habe ich mich wieder sicher gefühlt. Und ich habe wieder einen netten Mann für den Rückweg dabei. Yes, my friend. Egal, wenn ich jetzt zurückspulen könnte und die Wahl hätte, nochmal das Ganze ohne Gewitter, ich würde definitiv die Variante mit Gewitter nehmen. Von jetzt, wo ich weg bin, hat das Gewitter natürlich aufgehört, nicht? Da hat es halt junge Hunde geregnet, ne? Also ich bin wirklich durch bis auf die Schlüpper. Jetzt habe ich noch so 7 Kilometer, einfach nur gerade auslaufen, leicht bergab, gar kein Problem. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann mit dem Video bei euch, Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hab euch lieb. Bis bald.